haben wir uns abgesprochen. Also mein betreuender Professor von der Hochschule Fulda hat mich besucht, hat sich erkundigt, was ich im Praktikum gemacht habe, und haben uns jetzt abgestimmt mit der Bachelorarbeit. Die steht ab jetzt sofort an. Ich werde die jetzt anfangen zu bearbeiten. Jetzt habe ich ja schon einige Wochen Praktikum gemacht, und da ist eigentlich zu sagen, in der Praxis kann man viel Gelerntes, was man in der Hochschule gelernt hat, anwenden. Aber man bekommt auch immer neue Aufgaben gestellt, und da muss man sich genauso wie an der Hochschule mit einem neuen Problem einfach einarbeiten und das probieren, eine möglichst effiziente Lösung, mit der alle zufrieden sind, zu finden. Das Praktikum macht mir sehr viel Spaß. Ich bin hier gut aufgenommen worden. Die Kollegen sind alle nett, man versteht sich bestens. Und ich hoffe, dass ich auch meinen Ansprüchen gerecht werde und eine möglichst gute Arbeit abliefere. Der Christian Schleicher hat für uns Untersuchungen gemacht an einem Sensor, der in der Dialyse eingesetzt wird. Wir nennen ihn den Blutlecksensor, weil er muss erkennen können, ob Blut in einer Flüssigkeit vorhanden ist oder nicht. Er hat da ein paar Grundlagenuntersuchungen gemacht, hat Serienuntersuchungen gemacht, hat eine von uns nicht erwartete Abweichung entdeckt, die wir gerade korrigieren, und hat uns dazu befähigt, dass wir diesen Sensor demnächst in ein Serienprodukt einbauen können. Ich glaube, dass der Christian das Potenzial dazu hat, eine gute Arbeit abzuliefern. Die ersten Ergebnisse, die er geliefert hat, zeigen auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild. Er ist fleißig, hat sich in ein völlig fremdes Fachgebiet eingearbeitet und hat das da auch mit seiner eigenen Kreativität gut vorangetrieben. Deshalb glauben wir, der hat auch die Möglichkeit, hier im Rahmen seiner Abschlussarbeit eine ähnlich gute Wirkung zu zeigen. Und ja, wir freuen uns sehr darauf, wenn es endlich losgeht.